liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, es ist tatsächlich schon April. Wir haben die letzte Märzwoche mehr schlecht und faul anstelle aktiv und keine Ahnung rumgebracht, zumindest ich, denn ich war wirklich nach der Buchmesse fix und fertig. Es waren zwei unglaublich stressige Tage. Aber, und eigentlich gilt ja immer das vor einem Aber nicht, dementsprechend, es waren tolle Menschen da, es waren tolle Momente, tolle Begegnungen, es war wie nach Hause kommen. Und ich habe dann zwar wirklich den Montag, da hatte ich zum Glück frei, gebraucht, um runterzukommen, und ich habe jetzt auch wirklich die ganze Woche noch so ein bisschen faul neben mir gehangen, insofern das möglich war. Die Woche war dann doch ein bisschen verplant. Aber es war wirklich eine tolle Buchmesse und es wird von mir kein Buchmesse-Extra-Video irgendwie geben. Ich werde über die Buchmesse hier dann nach den Büchern ein bisschen quatschen und auch ein paar Bilder einfügen und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Aber ich habe diese Woche auch 2,5 Bücher gelesen. Zu mir ist es dann tatsächlich, weil eben 3 Tage gefehlt haben, nicht geworden. Und zwar das erste Buch, was ich beendet habe, ist von George R. R. Martin, Witz und Weisheiten des Tyrion Lannister. Und das ist eben ein Buch zu Das Lied von Eis und Feuer, beziehungsweise zu Game of Thrones, zu der Serie. Und es ist, glaube ich, in den USA original schon ein bisschen länger her, dass es erschienen ist. 2013, dementsprechend fehlen tatsächlich so einige Zitate, zumindest aus der Serie, wenn man so möchte, denn buchtechnisch war da im Grunde auch schon das 5. Buch da. Ja, das habe ich beendet die Woche. Auch beendet habe ich Elenas Rabe von A.L. Kanau. Die liebe Lena habe ich auch auf der Buchmesse getroffen und das hat mir diese Woche einfach den Anstoß gegeben, ihr aktuelles Buch zu lesen, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil auch das Cover mich wirklich sehr angesprochen hat und ich einfach neugierig war auf dieses Jugendmärchenbuch und da einfach total gespannt war. Und zur Hälfte gelesen habe ich Silo von Hugh Howey. Das lesen wir zusammen im Leseklub und wir sind tatsächlich, glaube ich, dann jetzt bei der Hälfte. Also am Freitag war es der 5. Leseabschnitt von, ich glaube, 10. Ich habe jetzt leider das Buch noch an der Stelle, wo ich zuletzt gelesen habe, dementsprechend nur die Hülle. Und da lesen wir jetzt noch ein paar Tage weiter, aber ein bisschen was kann ich dazu schon erzählen. Dann möchte ich ein bisschen was so allgemein zu der Woche erzählen. Es gab hier ein Hangout. Es ist für Ende April das nächste Hangout geplant. Ein bisschen was natürlich zur Buchmesse und euch auch so das eine oder andere von der Buchmesse zeigen. Und dass es eine neue Serie auf Netflix gibt. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach erstmal mit dem ersten Buch der Woche an. Und zwar Witz und Weisheiten des Tyrion Lannisters von George R. Martin ist jetzt ganz aktuell am 27. März im Penhaligon Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet in dieser kleinen, gebundenen Ausgabe 10 Euro und hat eigentlich 160 Seiten. Es hat viele Bilder enthalten, wenn man so sich das anguckt, und tatsächlich hat man nur ein Zitat pro Seite. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon hin und her gegrübelt, wie ich das so in meiner Monatsstatistik verarbeite und werde wohl nur so 40 Seiten zählen, also so ein Viertel, weil ich denke, 4 Zitate hätten im Grunde die Seite wahrscheinlich voll gemacht. Und da kommen wir auch schon zum Punkt, also zu dem Buch. Es ist für mich tatsächlich ein bisschen Papierverschwendung, klingt immer so böse. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Natürlich ist das ein kleines Schmuckstückchen und für Hardcore-Fans ist das bestimmt toll. Aber ich weiß nicht. Ich fand das schon ein bisschen, übertrieben ist vielleicht das richtige Wort. Ja, denn in diesem kleinen Buch befinden sich einfach Witz und Weisheiten von Tyrion Lannister. Wer Game of Thrones kennt oder das Lied von Eis und Feuer, der weiß, dass Tyrion Lannister im Grunde zu den Lannisters natürlich gehört, da der jüngste Sohn ist. Seine Schwester Cersei, sein Bruder Jamie sind alle, sind alle beide älter. Und er ist der nicht so geliebte Sohn seines Vaters. Ja,
Das war logisch. Und er ist eben kleinwüchsig. Er ist ein Zwerg und ein Halbmann und wie auch immer man er betitelt wird. Und er ist aber unglaublich belesen, denn er hat ja, ich glaube, steht auch als Zitat hier drin, mal gesagt, wenn man eben klein ist, muss man mit seinem Verstand trumpfen und seinen Verstand stärkt man eben mit Lesen. Und er hat eben immer viel gelesen, viele Bücher um sich gehabt und war immer neugierig und er ist wunderbar zynisch und ironisch. Und das sagt er eben mit manchen Sprüchen eben auch. Und ich fand es lustig zu lesen. Was mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt hat, war der Zusammenhang. Es steht zwar unten drunter nach dem Zitat, aus welchem Buch die Geschichte ist. Das Blöde für mich ist aber, dass die deutschen Bücher da drunter stehen und ich ja die Bücher im Englischen gelesen habe, dementsprechend in meinem Kopf nicht zusammenbekomme, welches der Bücher das jetzt sind. Das fand ich schwierig. Natürlich ist das mein Problem, weil ich ja die englischen Bücher gelesen habe. Aber ja, also es sind auch ein paar wundervolle Bilder ja, mit drin. Ja, natürlich super ausgewählt. Das fand ich persönlich schwierig. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass man sein Zitat aus dem Zusammenhang dazu bringt. Also, dass es das Gespräch gibt, zu wem sagt er das, was ist seine Antwort darauf. Das hat mir gefehlt. So ein nackiges Zitat, das da einfach heißt, ich brauche eben nur halb so schlau zu sein wie ihr, um es mit euch aufzunehmen. Und dann auch hier, glaubt nie, was ihr in einem Lied hört. Dann, du würdest staunen, was ein Junge mit ein paar Lügen, 50 Silberstücken und einem betrunkenen Septon erreichen kann. Ja, also so richtig greifen kann man die Zitate nicht. Sind natürlich auch seine bekannten Zitate zum großen Teil mit drin. Und das fand ich wirklich schade. Also ich glaube so als Fan, und das bin ich ja definitiv, finde ich das jetzt schön, dass es in meinem Regal steht. Und man kann sich natürlich eine Frage stellen, warum ist die Erde rund? Ich wette niemals gegen meine Familie. Ja, also man könnte sich natürlich den ganzen Tag Fragen stellen und die Antworten von Tyrion sich anhören, aber ja, so richtig klappen tut das nicht. Und mir hat eben so einfach diese Atmosphäre gefehlt, dieses mich in diese Welt zurückholen und irgendwie, wenn ich mich zum Beispiel an das kleine Büchlein erinnere, das Lied der Hobbits, da bekommt man irgendwie ein Gefühl von, hier gehöre ich hin, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Das fehlt mir hier tatsächlich. Finde ich sehr, sehr schade. Ich freue mich natürlich, dass es im Regal steht. Ich werde da auch immer mal drin rumblättern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Buch ist, das man haben muss und das man dementsprechend eben auch so richtig komplett empfehlen kann. Es war lustig, es war ein schöner Zeitvertreib in zwei Mittagspausen. Aber ja, mehr halt leider auch nicht. Und dafür halt dann trotzdem im Grunde 10 Euro. Ne? Also ja, ich meine, der Preis ist ja vielleicht sogar noch okay. Es ist ein gebundenes Buch, aber... Ja, kommen wir zu einem anderen Buch in dieser Woche und zwar zu Elinas Rabe von A.L. Karnau und zwar ist das erschienen im November letzten Jahres im BOD Verlag, also als Self-Publisher, kostet als Taschenbuch 12 Euro, als E-Book 4 Euro und hat circa 360 Seiten und es ist mein erstes Buch von der lieben Lena, die Ende April bei mir auch in einem Autoren-Hangout sein wird, worauf ich mich sehr, sehr freue. Bis dahin möchte ich dann auch unbedingt die Es-Beginnt-Reihe gelesen haben, zumindest den ersten Teil. Und ich denke aber, das schaffe ich ohne Probleme, denn mich hat Elinas Rabe wirklich sehr, sehr begeistert. Aber um was geht es in dem Buch? Es geht um Elena. Sie ist ein junges Mädchen mit fast 16 Jahren und sie lebt zusammen mit ihren doch sehr besorgten und auch strengen Eltern. Und ja, eines Tages trifft sie auf einen verletzten Raben und bringt diesen zum Tierarzt. Und ja, dort merkt sie aber, huch, doch so verletzt ist er dann gar nicht und weg ist der Rabe. Und eigentlich sollte sie für das Geld eine Jeans kaufen, kommt dann eben zu Hause, erzählt das ihren Eltern. Die finden das schon so ein bisschen merkwürdig und ja, sind eben noch mehr besorgt. Kind, warum hast du dein Handy nicht dabei? Und wenn du schon vergisst, dein Handy mitzunehmen, wie sollen wir dich dann allein zu einer Freundin lassen? Denn Elena möchte an einem Abend eben bei einer Freundin übernachten. Eigentlich möchte sie dort nicht übernachten, sondern Party machen in der Disco, wo sie eigentlich noch nicht rein darf. Aber sie können da irgendwie den Türsteher ja, im Grunde austricksen oder kennen ihn. Und ja, da möchte Elena unbedingt mit und beginnt so ein bisschen zu rebellieren und täuscht dann eben etwas vor, um ihre Mutter so ein bisschen zu hintergehen und eben zu ihrer Freundin zu gehen. Aber da kommt dann aber tatsächlich alles anders, denn sie wird von ihren Freunden nicht richtig gut behandelt und wird eben eher ausgenutzt, bis sie ja, dann den Raben am Fenster wieder sieht, zu Hause angekommen sozusagen. Und dann
aus dem Fenster fällt und in einer Art Märchenwelt wieder aufwacht. Und dort trifft sie auf Corvid und ja, der begleitet sie dann durch eine sehr ja, mystische und märchenhafte Reise. Ja, ihr hört schon das Märchenhafte heraus. Es ist eine Märchenadaption, die ich sehr, sehr gelungen fand. Ich werde jetzt nicht verraten, von welchem Märchen, denn das würde vielleicht so manches vorher erzählen. Es ist allerdings nicht einfach eine Märchenadaption, sondern es ist eine sehr moderne Märchenadaption, die sehr frisch wirkt, modern wirkt, neu und innovativ wirkt. Und das macht mir eben besonders Spaß. Das hat mir bei anderen Märchenadaptionen mal mehr, mal weniger gefallen. Hier bei Lena Kanau finde ich es wirklich sehr, sehr gelungen. Denn man spürt die Kreativität von Lena eigentlich auf jeder Seite und man spürt, dass sie eben die Liebe zu diesem Märchen hat und aber das Märchen im Grunde einfach so zu ihrem Ding gemacht hat. Und das finde ich eben bei Adaptionen auch unglaublich wichtig, dass man so das eigene spürt und eben aus so altbekannten Geschichten etwas ganz Neues und Eigenes macht. Und dass es sich eben auch so wirklich echt anfühlt und eigen anfühlt. Und das hat sie wirklich auf sehr beeindruckende Weise geschaffen und mich da wirklich mitgenommen und wirklich in eine Welt entführt und ich hatte einen Film vor Augen und ich fand es wirklich großartig geschrieben und auch die Charakterentwicklung fand ich von Elena unglaublich gelungen. Es war sehr tiefgründig, man merkt aber die einzelnen Schritte, die sie eben von dem doch sehr jungen Mädchen zur jungen Frau sozusagen macht und das innerhalb von eben so ein paar Seiten. Man merkt aber, wie sie reifer wird, wie sie stark wird, wie sie zu sich selbst findet und das fand ich wirklich absolut gelungen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch Corvid war sehr, sehr sympathisch, er macht nicht immer das Richtige, das macht ihn aber unglaublich liebenswürdig und es hat mir an diesem männlichen Teil der Geschichte sehr, sehr gefallen und auch alle anderen Nebencharaktere wirken nicht irgendwie blass, sondern wirklich, sie wirken lebendig und sie wirken echt und sie haben eben Schattierungen. Da gibt es eben kein reines Schwarz und Weiß, sondern es gibt viele Unterschiede eben in den Charakteren und das fand ich wirklich toll, denn die Welt und auch die Menschen waren dadurch wirklich zum Greifen nah und das hat mir wirklich Spaß gemacht und ja, auch so diese Bilder vor Augen, wie wunderbar Lena das wirklich umschrieben hat, sehr detailreich, aber eben nicht zu viel, dass es irgendwie vielleicht langweilig werden könnte, sondern so viel, dass sich Bilder gezeigt haben, dass man die nachts mit in die Träume genommen hat und dass man eben in dieser Welt eingetaucht ist, fand ich wirklich sehr, sehr großartig. Was mir leider nicht ganz so gefallen ist, dass man einfach merkt, dass es tatsächlich ein sehr jugendhaftes Buch ist und eben manchmal sehr, sehr jugendlich auch gesprochen wird. Das liegt aber jetzt natürlich nur an mir, denn ich bin eben schon über 30 und ich bin jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zielgruppe von diesem Buch. Es war für ein Jugendbuch wirklich großartig geschrieben, mir persönlich eben eine Spur zu jugendlich. Ich glaube, ich bin da eben einfach ein bisschen zu alt. Ich glaube, für alle, die die Zielgruppe des Buches sind, wird das gar kein Problem sein. Und man sieht eben heute als über 30-Jährige manche Dinge ein bisschen anders, auch Gefahren sieht man anders, als es eben die 16-jährige Elena tut. Und da musste ich manchmal so ein bisschen innehalten und sagen, Mädel, mach es nicht. Aber ja, ihr versteht. Und ja, dennoch ist diese Welt, diese geschaffene Welt wirklich wunderschön. Und das hat das Buch wirklich ganz großartig gemacht. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Und ich fand auch die Sprache wirklich schön. Es war sehr flüssig, man ist wunderbar durch die 360 Seiten wirklich so durchgeflossen und man wollte eigentlich immer weiterlesen, immer wissen, wie es weitergeht. Und wirklich, wenn man dann nachts so gesagt hat, jetzt muss man schlafen, man legt es weg, man hat es sehr ungern getan. Und ja, ich finde, das spricht absolut für das Buch. Bin sehr froh, dass ich es entdeckt habe und freue mich jetzt natürlich auch sehr auf den Hangout mit Lena und hoffe, dass ihr da auch so ein bisschen dabei seid. Wird in der letzten Aprilwoche dann sein und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und das letzte Buch, was ich diese Woche begonnen habe, ist Silo von Yu Howie. Mit diesem Namen habe ich es irgendwie nicht. Ja, das Buch lesen wir seit Montag im Leseklub und wir haben die Hälfte mit 5 Lesenabschnitten von 10 im Grunde am Freitag gelesen, beendet und sind jetzt eben halb durch. Und es ist erschienen 2014 im Piper Verlag, kostet als Taschenbuch 11 Euro, als E-Book gibt es das für 6. Ich habe es irgendwie in Nürnberg gekauft beim Hugendubel als Mengeexemplar für 4,99 €, also da kann man auf jeden Fall auch die Augen aufhalten. Und es hat 560 Seiten. Es ist der Auftakt einer Art Trilogie, obwohl ich jetzt schon mitbekommen habe,
dass die darauffolgenden Bände im Grunde keine Fortsetzung sind, sondern sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und es sind aber alle drei Teile dieser Art Trilogie schon erschienen. Und das Buch war ursprünglich auch mal nur ein E-Book, also nur als E-Book, ist die Katze, als E-Book erhältlich und hatte dann, glaube ich, 3 oder 4 oder 5 Teile. Und so kann man die E-Books auch irgendwie einzeln kaufen. Also man könnte sich jetzt auch Teil 1 kaufen, mal reinschnuppern und wenn es einem gefällt, kauft man sich die anderen Teile, wie man das eben möchte. Ja, das Genre hier ist so ein bisschen eine Mischung aus Science-Fiction, Thriller, ein bisschen Krimi. Es soll in Richtung Dystopie gehen. Ich muss ehrlich gestehen, das hat ein bisschen lange gedauert, bis dieser Anteil kam. Und ja, aber um was geht es in Silo? Wir sind hier in einer sehr menschenfeindlichen Welt mit einer sehr zerstörten Umwelt und es gibt nicht mehr allzu viele Menschen, beziehungsweise es gibt nicht viele Menschen und diese Menschen wohnen in einem Silo und das ist im Grunde ein Bunker unterirdisch und die Silo-Bewohner haben eben das Gefühl, beziehungsweise wird ihnen gesagt, dass sie die einzigen Menschen sind und dass das Silo eben von Gott gegeben ist und es im Grunde gar keine Außenwelt gibt, weil die Außenwelt eben böse ist, den Körper angreift, die Lungen angreift und man da nicht leben kann. Es gibt sehr strenge Regeln und Gesetze in diesem Silo und wer sich daran nicht hält, muss nach draußen, wird zur Reinigung geschickt und muss die Linse zur Außenwelt reinigen. Und in der Regel hält man das nicht sehr lange durch. Man reinigt wirklich als Bestrafter die Linse und stürzt dann in sich zusammen, weil man eben dieser schlechten Luft ausgesetzt ist und stirbt dann. Und ja, das sind so die Grundzüge der Geschichte. Wir lernen so ein paar Charaktere kennen, was ich gerade am Anfang sehr, sehr verwirrend fand. Denn wir merken eben schon, oh, irgendwas geht jetzt in dem Silo vor. Es gibt jetzt eben Charaktere, die sich sehr bösartig entwickeln und es gibt die Charaktere, wo man hofft, dass da jetzt Spannung aufkommt. Und ich kann jetzt natürlich nach der Hälfte noch nicht so richtig ein abschließendes Urteil oder so geben. Das denke ich, mache ich dann auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche. Es ist sehr spannend erzählt, aber manchmal ist es sehr fraglich für mich, mit welcher Methode das gemacht wird. Es gibt viele Vor- und Rückblenden, was einen manchmal so ein bisschen zusätzlich verwirrt, was aber natürlich ganz spannend sein kann. Und es gibt eben auch Hauptcharaktere, die ihnen etwas passiert, sodass sie das nicht mehr sein können und man fragt sich, ist dann die Geschichte nicht eigentlich vorbei? Das ist so ein Thema, was ich immer wieder habe, wenn ein Erzählstrang von jemandem, im Grunde der Erzähler, irgendwie stirbt oder irgendwas mit ihm passiert und er es nicht mehr erzählen kann, wie kann dann der Erzählstrang weitergehen? Weil derjenige welche ist ja theoretisch nicht mehr. Und ja, das finde ich nicht ganz so schön gelöst, wenn ich ehrlich bin. Das Schöne daran ist aber natürlich, dass wir es wieder in unserem Leseklub lesen, dass wir es miteinander lesen, dass wir Leseabschnitte haben, über die wir sprechen können, ohne dass wir uns spoilern. Und das macht eben immer wieder aufs Neue ganz, ganz großen Spaß. Und es lief ja auch bis gestern die Umfrage, oder bis heute, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, für das nächste Buch, was wir dann im April lesen. Das war ja auch sehr, sehr eng oder ist, wie gesagt, ich habe es tatsächlich vergessen zu schauen. Aber das erzähle ich euch dann auch nächste Woche. Und ja, also es ist schon irgendwie gut. Es hat jetzt auch an Spannung und Fahrt zugenommen. Es war tatsächlich gestern so, dass ich den ersten Tag hatte in diesem Buch, wo ich dachte, oh, ich will jetzt weiterlesen. Vorher war das eher so, in welche Richtung gehst du? Dementsprechend möchte ich wirklich einfach so das Endfazit abwarten, bevor ich da eine Meinung dazu abgebe oder eine abschließende Meinung. Vielleicht macht auch all diese Verwirrung dann am Ende Sinn. Das kann man ja tatsächlich nicht wissen. Und ja, so, das Jahr zu den 2,5 Büchern dieser Woche. Was gab es noch in dieser Woche? Es gab am Dienstag einen tollen Autoren-Hangout mit Erik Lorenz, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn es ging bei diesem Hangout ja nicht nur ums Bücherschreiben und um das Autorsein, sondern ja auch so ein bisschen um das Weltenbummlersein. Und wenn Erik anfängt, von Reisen zu berichten und von Begegnungen und ja, da ist man tatsächlich gebannt
und hört nur aufmerksam zu. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht. Wer es verpasst hat, ich packe es natürlich mal in die Infobox, guckt da einfach mal rein und genießt diese Reiseerzählungen. Und ich glaube tatsächlich, ja, dass Erik nicht das letzte Mal hier war und wir auf jeden Fall mal noch so ein Reise-Hangout machen und ja, vielleicht dann direkt auch nach seinem nächsten Trip, wenn er nach Mai irgendwie wieder zurückkommt. Und ja, war auf jeden Fall sehr toll. Ich habe vorhin schon gesagt, der nächste Hangout wird dann Ende April sein und da wird Lena Karnau hier sein, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ihr erfahrt das natürlich auf den üblichen Plattformen. Ja, seit gestern, ja, dem letzten Tag im März, läuft jetzt eine neue Serie auf Netflix und zwar Tote Mädchen lügen nicht. Und zwar ist das eine Miniserie mit 13 Folgen und es ist im Grunde die Buchverfilmung zu dem gleichnamigen Buch von Jay Asher, welches ja 2007/2008 erschienen ist, über ein Jahr in der Bestsellerliste auf der New York Times stand und, glaube ich, in zig Ländern übersetzt wurde, wo ich sehr, sehr erfolgreich war. Auch ich habe das Buch irgendwo rumliegen. Oder stehen, je nachdem. Und ich habe es vor Jahren gelesen und fand es wirklich großartig. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt, denn es geht um die Schülerin Hannah, die ja, sich im Grunde gemobbt fühlt, isoliert fühlt, ihr auch einige Dinge im Leben passieren und ja, die im Grunde sich selbst umbringt. Aber vorher macht sie 7 Kassetten fertig mit im Grunde 14 Seiten, die sie beschreibt, beziehungsweise eben 13 Geschichten oder Menschen, die sie darauf anspricht. Und diese Kassetten wandern in einem Schuhkarton, glaube ich, war es eben von Mensch zu Mensch. Also sie erzählt dem ersten etwas, der gibt es dann dem zweiten, denn sie sagt eben am Ende auch immer, wem es übergeben werden soll. Und ja, ich denke jetzt mal, dass die einzelnen Kassettenseiten sozusagen jetzt auch eine Folge sein werden. Und ja, und wir haben hier eben auch die Geschichte, glaube ich, so ein bisschen übergreifend von Clay Jensen, der im Grunde so ein bisschen zarte Gefühle zu Hannah hatte und eben auch eine Geschichte auf ihren Kassetten spielt. Und ja, es war damals ein sehr, sehr spannender, ja, schon so eine Art Thriller, den ich wirklich großartig fand, dieser Gedankengang, was ist diesem Mädchen passiert, was wirft sie diesem Menschen vor. Es war nicht immer alles so einwandfrei, wie ich fand. Also ich fand, manches war schon sehr überdramatisiert, aber ich meine, bei einem Menschen, der so jung ist und Depressionen hat, der sieht dann wahrscheinlich alles irgendwie sehr negativ. Und ich fand es damals gut, dass ich es gelesen habe. Ich glaube, ich hätte es sehr gruselig gefunden, es zu hören. Denn es war dann so die Zeit, auch die Überlegung bei mir, willst du vielleicht lieber das Hörbuch hören? Und dann dachte ich, das machst du bei so einer Geschichte, wo sie im Grunde ja den Leuten etwas vorträgt, lieber nicht. Weil vielleicht hätte ich mich am Ende selbst noch angesprochen gefühlt. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Ich habe es leider noch nicht geschafft, reinzuschauen. Denke aber, dass das für alle, die vielleicht das Buch kennen und Netflix haben, auch was Interessantes ist. Ich muss natürlich einfach mal gucken, dass ich jetzt die erste Folge anschauen werde. Ja, und jetzt ein bisschen zur Leipziger Buchmesse. Und manche haben mich schon gefragt, wann kommt denn dein Messebericht? Und ich habe lange jetzt so tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich dafür ein extra Video mache. Habe aber so das Gefühl, dass ich habe so viele Eindrücke zum Verarbeiten gehabt und ich so viele Begegnungen und Momente und die alle aufzuzählen und euch zu erzählen, ich glaube, das fände ich als Zuhörer vielleicht irgendwie auch langweilig. Dementsprechend dachte ich, halte das heute so ein bisschen knackig kurz, wie es meine Stärke ja ist, und erzähle einfach so ein bisschen was, ja, unter Tage, was ich ein bisschen an Ausbeute habe. Und ja, was halt einfach so ein bisschen passiert ist, wem ich so ein bisschen getroffen habe. Denn das war ja für mich wirklich auch wieder so eine Messe, schon nach letztes Jahr Leipzig und nach letztes Jahr Frankfurt, so eine Messe der Begegnungen. Dass man Menschen trifft, die man eben sonst nur hinter der Kamera sieht, vor dem Bildschirm, mit denen man sonst eben nur Facebook-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten schreibt, von denen man Bücher liest, dass sie jetzt eben da sind, live und in Farbe und zum Anfassen. Und man geht über die Messe, man trifft andere Menschen, man geht abends lecker essen, was wir gemacht haben. Man lebt in so einer Art WG zusammen und genießt den Abend bei 1, 2, 3 Gläschen Sekt und genießt einfach die Zeit, die man miteinander hat. Denn es sind eben auch einfach Menschen dabei, die sind einfach mehr als BookTube-Kollegen, die sind einfach wahre Freunde und Freundinnen und mit denen verbringt man fast jeden Tag irgendwie, in denen man an sie denkt, in denen man WhatsApp-Nachrichten austauscht, Sprachnachrichten austauscht, private Hangouts macht.
und die einfach so ein Teil vom eigenen Leben geworden sind, dass man die eben auch einfach gar nicht mehr missen möchte. Und und so hat man die einfach mal greifbar und kann eben viel besser einfach mal miteinander interagieren, wie es dann eben halt nur über WhatsApp halt nicht so möglich ist. Und das waren wirklich ganz tolle Momente mit ganz vielen Booktubern. Und wir haben viel gelacht. Wir waren sonntags fix und fertig beim Booktuber-Buchfreunde-Treffen. Und man ist dann einfach, man freut sich, wenn man die Leute zufällig trifft, wenn man mit ihnen durch die Gänge läuft, wenn man sich trifft zu vereinbarten Zeiten und dann eben einfach Spaß miteinander hat. Und es verbindet einen halt das Buch, das Lesen, und man hat immer ein Thema und man merkt aber schnell, und es fühlt sich wirklich nach 2-3 Minuten ganz normal, als würde man sich schon ein Leben lang kennen. Ist total irre. Hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass es das gibt, dass man sich übers Internet kennenlernt und dass sich das so surreal anfühlt, so echt anfühlt und auch echt ist. Also sich nicht nur anfühlt, sondern eben auch wirklich Freundschaft ist. Und das finde ich wirklich großartig. Und so war es dann am Samstag, dass ich die liebe Sandra getroffen habe und mit der Sandra wirklich so ziemlich den ganzen Tag auch verbracht habe, unter anderem. Und wir sind an einem sehr coolen Kunststand vorbeigekommen von Sergei Yakushev. Und da habe ich diese beiden wunderschönen Postkarten sozusagen mitgenommen. Es gibt noch eine dritte mit einem Zebra. Und die hat Sandra bekommen als kleine Erinnerung an den Tag, denn sie war an dem Tag auch zufälligerweise wie ein Zebra gekleidet. In einem sehr schönen weiß-schwarz gestreiften Kleid. Und ich fand die so niedlich. Und das heißt hier das Schaf. Jedes Mal hofft es auf eine Designerfrisur. Und dann haben wir hier den Kater. Ehrliche Augen sind der Unterpfand für das Wohlergehen eines Hauskaters. Und ich fand die einfach so niedlich und die werden jetzt einen Platz irgendwie Richtung Schreibtisch bekommen oder irgendwie, wo ich sie, wo sie mich im Grunde ein bisschen an die Messe auf jeden Fall erinnern. Ja, der Samstag ging relativ zackig los. Ich glaube, als erstes bin ich über den Weg gelaufen. Schon in der Presselounge sozusagen bin ich Steffis kleinen Bücherexpress über den Weg gelaufen, zusammen mit ihrem Freund Martin. Dann bin ich irgendwann Gerd über den Weg gelaufen und zufällig stand dann Jackie Feygut neben mir. Ich glaube, von Jackie habe ich jetzt gar nichts da. Ich blende euch das Bild natürlich mal ein. Und wir haben uns irgendwie so zufällig umgeguckt, gesehen, oh, ein bekanntes Gesicht. Und es hat direkt Spaß gemacht, sich zu unterhalten und einfach die Zeit auch miteinander zu verbringen. Und sie hatte dann allerdings einen Termin und ich wollte unbedingt Brandon Sanderson sehen. Der hat da eine Art Gespräch und Lesung gegeben und das war auch wirklich super spannend über sein neues Buch, was jetzt, glaube ich, kein Buch für mich ist. Denn es ist ja so ein bisschen Science Fiction mit Superheroes und das ist, glaube ich, nicht ganz mein. Aber seine Fantasy-Reihen finde ich ja wirklich unglaublich spannend und habe ich auch schon das ein oder andere Buch gelesen. Und deswegen musste ich den einfach sehen. Was ich sehr, sehr schade fand, ist, dass zum einen die Übersetzung, da war ein High-Fantasy-Blogger, der wohl relativ bekannt war, mir jetzt leider kein Begriff war, der hat sich in der Übersetzung versucht. Das hat nicht immer ganz so gut geklappt, was ich sehr schade fand, weil da manchmal dann so der Witz auch verloren ging, weil ich wirklich den trockenen Humor von Sanderson unglaublich cool fand. Und dann gab es ja eben eine Lesung aus seinem neuen Buch und das hat irgendeine deutsche, mir nicht bekannte Schauspielerin übernommen, wo ich so dachte, lässt man jetzt Brandon Sanderson da wirklich eine Viertelstunde sitzen, ohne dass er was sagt? Ja, mag schon sein, dass da nicht alle Englisch verstehen, aber hätte man dann nicht einfach so ein bisschen mit dem Erzählen weitermachen können, musste man wirklich vorlesen. Das fand ich tatsächlich nicht ganz so schön und gelungen, aber gut. Dann waren wir, Sandra und ich, irgendwohin auf dem Weg und haben auf diesem Weg zufällig Kai Meier getroffen. Und ich habe ja auch die Krone der Sterne aktuell auf meinem Audible-Sub und habe von Kai Meier schon die Seiten der Welt gelesen und Arkadien die Reihe gelesen und habe mir da direkt eine Signatur geholt und auch in meinem Bullet Journal hat er unterschrieben, denn das hatte ich diesmal tatsächlich dabei, weil ich eben so ein paar Autoren unterschreiben lassen wollte. Und so sieht jetzt im Grunde mein Bullet Journal aus, wenn ich es aufklappe, mit ganz vielen Unterschriften und lieben Worten. Und Kai Meier hat es sich nicht nehmen lassen, auch hier riesengroß zu unterschreiben. Und was ich sehr cool finde. Und war ein ganz sympathischer Kerl, kann ich mich echt nicht beschweren und auch gleich ein Foto gemacht.
Und ja, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Und ja, dann war, glaube ich, auch schon Zeit, Jackie Faye gut zu treffen. Und wir hatten ja auch schon den Hangout hier und sind auch so über WhatsApp und Facebook sehr oft im Gespräch und tauschen uns aus. Und es hat super viel Spaß gemacht, ja, im Grunde ein Käffchen zu trinken und Spaß zu haben und sich einfach so ein bisschen kennenzulernen. Und dann sind wir tatsächlich, glaube ich, schon Richtung Drachenmondstand gegangen, wo Laura Newman eine Signierstunde hatte. Und es war wirklich irre, wie viele Menschen da standen. Es hat mich total begeistert und gefreut für Laura. Und vorher haben wir noch zigtausend lange Schlangen gesehen Richtung Sebastian Fitzek. Und wir denken anfangs noch, wo stehen denn die Leute an? Oh, da ist schon wieder eine Schlange, da geht's weiter. Und dann hat man irgendwann gesehen, die halten alle ein Buch von Fitzek in der Hand. Dann haben wir uns so vorgequengelt, um sozusagen zu sehen, wer ist denn da eigentlich? Und da saß dann oder stand dann Sebastian Fitzek. Ja, war so im Grunde der erste Haken an der Aufgabe dran. Ja, dann mit Laura Newman sozusagen draußen dann eine Getränkepause gemacht. Dort dann eben auch auf Lena Karnau getroffen. Auch mit ihr hatte ich geplant, ja, im Grunde einfach mal uns kennenzulernen, zu quatschen. Eben auch, weil wir planen, das Hangout zusammen zu machen. Hat mich unglaublich gefreut. Eine ganz quirlige, hatte super viel Spaß. Und da war dabei dann auch Annika Bühnemann. Ist ja auch eine YouTuberin, die man sich über ihren vom Schreiben Leben Blog im Grunde dann auch angucken kann. Und für mich ist Annika ja immer eine, die mich unglaublich motiviert, und am liebsten würde ich direkt danach mit irgendwas anfangen. Und ja, das schafft Annika immer wieder aufs Neue. Und es ist ja auch nicht das einzige Mal gewesen, wenn wir uns sehen. Wir sind uns dann ja Samstag früh nochmal über den Weg gelaufen. Und ich glaube, das war es so im Groben vormittags, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Denn dann ging es schon mehr oder weniger zum Booktuber, Buchfreunde, Blogger, Autorentreffen. Und da waren dann unglaublich viele Menschen. Also es war wirklich der Wahnsinn, wie viele Leute da dazugekommen sind. Und ich habe auch ganz viele zum ersten Mal getroffen. Unter anderem zum Beispiel die liebe Vicky, die tolle Tanja und Nettie. Und ja, das war einfach ganz großartig, all die Leute einfach jetzt mal so zu sehen. Und natürlich haben ein paar gefehlt, keine Frage. Und wir waren in Gedanken, hatten wir sie alle da. Aber das war wirklich toll, ja, im Grunde die Menschen, die man noch nie gesehen hatte, jetzt einfach kennenzulernen. Und ja, dann haben wir gehört, 17 Uhr, Fitzek macht irgendeine Veranstaltung, ein Gespräch. Und eigentlich wollten wir uns, wir waren Phil, Sandra, Susan und ich, uns anstellen, um dazu zu hören, haben dann aber doch gedacht, naja, das sind so viele Menschen. Und Susan hat dann gesagt, ja, sie geht mal nach vorne, sie ist ja ein bisschen kleiner, und hat beschlossen, sie guckt jetzt und wartet, dass der kommt. Und es hat nicht lange gedauert, da sagt Sandra, da hinten steht er, da ist er. Und wir drehen uns alle um und da stand Sebastian Fitzek. Und ja, es zaubert mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Und wir haben alle drei unser Foto bekommen, was mich unglaublich gefreut hat. Und er hat uns angestrahlt und das war wirklich, ja, großartig. Also Sebastian Fitzek sehen ist für mich immer ein Highlight. Das klingt immer so gemein, glaube ich, im Gegenzug zu allen anderen. Aber ich kann es nicht erklären. Es ist einfach so. Der Mann zaubert mir einfach ein Lächeln ins Gesicht. Und ja, auch diesmal. Natürlich machen das viele andere auch. Und ich glaube, das sieht man auch einfach an den Bildern. Und dann ging es Richtung Wohnungen, die wir ja gemietet hatten. Und wir waren ja zu siebt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, und da haben wir erstmal lecker gegessen. Wir sind zu einem Italiener um die Ecke gegangen. Und ja, das hat echt super geschmeckt. Und auch Weinchen getrunken. Und dann sind wir eben, als wir da im Grunde rausgeschmissen wurden, um 22:45, sind wir in die Wohnung gegangen, haben noch Säckchen getrunken, es war super schön. Leider wurde uns dann eine Stunde geklaut, denn es war ja Umstellung auf Sommerzeit und das sollte am Sonntag noch eine böse Nebenwirkung haben. Denn geplant war um 10 Uhr ja, Andreas Eschbach zu sehen bei einer Lesung und ich glaube auch Signierstunde, Gespräch, ich weiß nicht mehr. Und ich habe mich da mit Jackie Faygood verabredet und Jackie schreibt dann aber Sonntag früh, hey du, auf dem Surfer steht 11 Uhr, damit wir, na, wollen wir uns trotzdem um 10 Uhr treffen? Und ich sage, nee, dann lass uns 11 Uhr machen, dann gucken wir uns Eschbach zusammen an, dann können wir noch entspannt durch die Hallen laufen, wenn sie leer sind. Und das habe ich dann Sonntag früh auch mit Phil gemacht und es war wirklich super cool, da allein im Grunde durch die Gänge
fast zu laufen. Wir waren dann auch in der High Fantasy Bibliothek, Buchhandlung hinten, wo wir so einige Schätze, glaube ich, gefunden haben, nichts gekauft haben. Wir waren da sehr standhaft. Und dann kam aber ein Anruf von Jackie, ja, Eschbach ist doch schon da. Die Zeitverschiebung hat den Server durcheinander gebracht und komm, ich halt ihn auf. Und ratzfatz war ich dann bei Eschbach und ja, habe ein Foto bekommen. Ja, sehr viel mehr ist dann nicht mehr geworden, weil er war ja im Grunde, glaube ich, auf dem Sprung auf den nächsten Termin. Und ja, dann bin ich eben mit Jackie ein bisschen umhergelaufen. Ich glaube, vorher habe ich noch mich im Kinderparadies mit Cornelia Pramendorfer getroffen, die ja Lost in Texas, was ich vor kurzer Zeit gelesen habe, geschrieben hat. Und wir haben ihm auch gesagt, wenn sie schon da ist, dann müssen wir da einfach ein bisschen quatschen. Und das haben wir da auch gemacht. Das war, glaube ich, noch vor Eschbach. Ja, jetzt kriege ich schon die Zeiten nicht mehr zusammen. Ja, da bin ich auf jeden Fall mit Jackie eine ganze Weile umhergelaufen. Und sie hatte dann auch ein Meet and Greet um 13 Uhr. Und ja, das habe ich auch so ein bisschen mitgenossen. Und wir haben uns da wirklich einfach wunderbar verstanden und unterhalten. Und ja, dann ging es auch schon zu Laura Newman. Denn auch Laura hatte beim BOD-Stand, da muss ich jetzt mal direkt gucken, beim BOD-Stand eine Signierstunde. Und ja, relativ schnell war klar, es muss ein neuer Newman bei mir ins Regal. Denn ihr seht, habe ich zwei Teile der Nachtsonne und Coherence war da. Aber mein absolutes Lieblingsbuch von Laura und auch das Lesehighlight 2015 fehlt. Und es ist, ja, Jonah. Jonah ist nun endlich als Buch bei mir eingezogen. Es war, glaube ich, die vorletzte Ausgabe und Susan hat das letzte Buch von Jonah gekauft. Und wir haben es uns natürlich auch signieren lassen. Ja, wir waren da niedliche Fangirls und ja, ich habe jetzt endlich Jonah in meinem Regal stehen, worauf ich mich sehr freue. Und es gab ja am Tag zuvor, das habe ich jetzt ganz vergessen, auch die berühmt-berüchtigten Laura Goodie Bags mit ganz vielen Autogrammkarten oder, nein, also es sind so Karten. Jetzt habe ich natürlich, ja, das Wichtigste habe ich schon ausgepackt, weil ich es getragen habe. Ja, es sind so Buttons mit dabei, es sind Lesezeichen mit drin, auch von ihrem neuen Buch, es sind Nachts Sonne, Flyer-Kärtchen sozusagen dabei und eigentlich ein Betondiamant, den Steffi diese Woche aber schon getragen hat und der jetzt am Schmuckständer hängt. Ja, Steffi hat Ordnung. Dementsprechend kann ich ihn jetzt gerade nicht zeigen, aber vielleicht kriege ich ein Bild hin. Ich habe, glaube ich, mal auf Instagram eins gepostet, das blende ich euch wahrscheinlich einfach mal kurz ein. Ja, und das war dann, glaube ich, so ziemlich der letzte Termin. Wir sind dann Richtung Booktuber-Treffen gegangen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und da waren dann wirklich die Leute schon mehr oder weniger erschöpft. Und ich selbst auch. Man hat richtig gemerkt, irgendwie war da der Moment gekommen und ja, dennoch gab es Lustiges, es gab tolle Gespräche, es gab einfach faule Momente und es war einfach schön, das so im Kreise sozusagen von Freunden zu erleben. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und danach gab es dann noch ein ganz besonderes Käffchen sozusagen mit der lieben Laura Newman. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, zusammen mit Oma und Mama Newman sozusagen Kaffee zu trinken und einfach so ein bisschen zu reden. Und ja, dann war es, glaube ich, auch schon irgendwie kurz nach 5. Und ja, dann ging es nach Hause. Und es war, ja, eine großartige Messe. Es waren tolle Begegnungen, tolle Menschen. Es hat ganz viel in meinem Kopf getan, in meinem Herzen getan und es gab auch ein paar Menschen, die wir vermisst haben, gerade die, mit denen wir eben Frankfurt schöne Zeiten hatten, die waren natürlich im Herzen dabei und ja, es war tatsächlich meine Ausbeute, nur Jonah. Ich habe ganz viele Bücher tatsächlich fotografiert, die ich mir jetzt nach und nach anschauen werde. Aber ich ja, schleppe halt ungern einfach Bücher durch die ganze Messe. Und ich habe ja mein Bullet Journal dabei gehabt, was ich mir wunderbar auch wirklich signieren lassen habe. Also auch Annika Bühnemann hat unterschrieben. Jetzt habe ich natürlich komplett vergessen zu erzählen. Jetzt sehe ich es gerade, den Namen. Laura Labers habe ich ja auch noch Samstag getroffen. Ja, natürlich. Laura Labers, die Autorin der Unwandelbar-Reihe und auch ein Käfig aus Rache und Blut und ein Thron aus, ich habe den Titel schon vergessen. Ich finde die Titel unglaublich schwierig. Ja, war auch im Drachenmondstand. Haben wir Samstagnachmittag tatsächlich mit dem teuersten Orangensaft aller Zeiten getroffen und war auch sehr cool. Wobei Laura schon ziemlich fertig war. Aber es hat Spaß gemacht. Also wir hatten ja wirklich tolle Tage, tolle Stunden, tolle Momente und die gehen einem wirklich sehr ans Herz und
man fragt sich, warum müssen diese Menschen alle so weit weg wohnen. Und ja, das so ein bisschen von meiner Messe. Ich denke nicht, dass man dazu tatsächlich ein ellenlanges Video braucht. Oder ich bin ja auch kein Vlogger im klassischen Sinne, der da Momentaufnahmen irgendwie macht oder dreht oder so. Ich fiel mir ja schon schwer, immer daran zu denken, dass ich ein Foto möchte. Außer vom 40, da ist das immer so. Foto. Ja, und ich gucke gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Also es war wirklich großartig. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Frankfurter Buchmesse, werde da aber definitiv keinen so straffen Zeitplan machen. Beziehungsweise vielleicht mich einfach 2 Stunden irgendwo hinsetzen und allen sagen, wer Lust hat, kommt vorbei. damit man einfach gemütlich beieinander sein kann. Weil das Gehetze ist gerade auf der Leipziger Buchmesse, wenn sie dann die Gänge und so sperren, wirklich schwierig. Und ja, das ist in Frankfurt natürlich ein bisschen weitläufiger. Dementsprechend schafft man da gar keine im Stundentakt Termine, weil man da teilweise ja schon eine halbe Stunde irgendwo hinirrt. Und ja, ich auch in Leipzig immer umher irre, aber es irgendwie ein bisschen übersichtlicher ist. Also ich fand Leipzig diesmal wirklich sehr schön, sehr übersichtlich. Und es hat echt Spaß gemacht. Also es war eine ganz, ganz tolle Messe und ich danke allen, die ich getroffen habe, wenn auch manche viel zu kurz. Ja, dass es echt schön war, alle zu sehen, alle zu treffen, kurz zu quatschen und ja, auch wirklich, ja, es ist halt immer so ein kleines Highlight, ne? Und ja, und ich glaube, das war es auch soweit zu dieser Woche. Viel mehr gab es dann nicht. Es gab einen ganz faulen Montag, es gab einen Hangout-Dienstag, Mittwochabend war eine kleine Firmenfeier von uns. Gestern Abend habe ich dann tatsächlich mal nicht allzu viel gemacht und Donnerstagabend habe ich dann mal nicht allzu viel gemacht und ja, Freitag auch nicht. Ich habe das echt mal gebraucht. Auch die Stunde Zeitverschiebung merke ich. Also wenn ich um 5:30 aufstehe und es ist ja dann theoretisch erst 4:30, da denkt man sich schon so, oh, muss das sein? Ja, ich hoffe, dass sich das jetzt am Wochenende so ein bisschen ausgleicht und reguliert und der Jetlag dann sozusagen weg ist. Und ja, was erwartet euch in der nächsten Woche? Auf jeden Fall die Neuzugänge wird es geben, denn es ist ja jetzt schon April. Ich denke mal, dass ich die heute Morgen noch irgendwie drehen werde. Und ja, ich glaube, so viel mehr ist gar nicht erstmal geplant. Und ich überlege kurz, ich habe nichts vergessen, auch auf meinem Zettel steht nichts weiter. Nein. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche, die eben in Kombination auch gleich so ein bisschen meine Erzählungen zur Leipziger Buchmesse war. Und schreibt mir doch gerne, was ihr aktuell lest oder was ihr diese Woche beendet habt. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.